Willkommen zu diesem Video. Wie ihr es vielleicht gerade schon an den Runen und Eisen und Fisch und allem drum und dran seht, bin ich auf dem Test-Account. Viele von euch kennen den Test-Account vielleicht noch nicht, denn das ist einfach ein Account mit extrem vielen Runen, also nahezu unendlich eigentlich, kriegt man eigentlich nicht hin auszugeben. Und ich habe mir mal überlegt, wir könnten wieder eine Art neues Videoformat mal aufrufen und mal anfangen. Und zwar, dass wir einen Drachen, ich habe mir jetzt in dem Fall heute für das erste Video mal Silberphantom ausgesucht, von Level 1 bis auf Level 150 bzw. 175 hochziehen. Müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen, auch eisentechnisch, weil Eisen kann man ja leider nicht unendlich viel lagern und man kann es auch nicht einfach mit Runen nachkaufen, was dann halt das Problem ist. Deswegen würden wir das einfach mal so machen. Wir haben ja viele Eisensammler schon, die hier alle unterwegs sind. Ich wollte es erst mit Freiwald machen, deswegen stehen hier ein paar bereit. Die werde ich aber mal so wahrscheinlich machen, weil Freiwald ist halt richtig guter Eisensammler, braucht nur knapp 3 Minuten oder so für 1500 Eisen. Also richtig, richtig gut. Genau, wir haben jetzt hier, den füttern wir jetzt gleich mal hoch, ziehen wir hoch. Ist ja ein neues Silberphantom, also relativ neu. Ich weiß noch nicht, wie er auf Titan aussieht. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum rum, sondern starten einfach schon mal rein und gehen hier los. Wir sehen jetzt die ganze Zeit die Veränderung an ihm, was alles dazu kommt, wie hoch seine Level gehen, wann er wie viel sammelt, so circa. Ist natürlich nochmal geboostet, weil ich den Boost vom großen Überwilden anhab, den vom Aufspießer und den vom Immerflügler. Das sind die ganzen Boosts an, was ihr hieran erkennt, dass die Zahlen gelb sind und dass hier die Figuren dastehen. Deswegen da nicht wundern, dass es nochmal ein bisschen mehr ist, als wenn ihr ihn jetzt bei euch hochzieht. Genau, und wir würden ihn jetzt einfach mal kurz hochziehen. Wir schauen mal, es geht ja immer relativ schnell, der Anfang, sage ich mal. Und da können wir den hier nochmal ein bisschen hochziehen. So, ihr seht auch schon, wie er schlagartig immer größer wird. Ich habe ihn wirklich noch nicht gesehen auf Titan. Also, ich glaube nur einmal den Update-Informationen dort auf dem Bild. Aber da hat man jetzt auch nicht so viel erkannt. Und da würde ich den jetzt einfach hochziehen. Ihr könnt aber gerne reinschreiben, wie ihr diese Idee an sich findet. Ob ihr sowas häufiger wollt. Und wenn ja, könnt ihr auch mal ein paar Drachen mit reinschreiben. Weil in letzter Zeit, also wir haben das schon mal so ein bisschen gemacht. Aber nicht so als Videoformat, sondern eher so mal im Stream mal für zwischendurch. Deswegen, falls ihr irgendwie einen Wunschdrachen habt, den ihr schon immer mal sehen wolltet, von Level 0 bis Level 175 zum Beispiel, dann schreibt das gerne rein. Können wir gerne alles machen. Und da holen wir uns die dann hier. Titanstufen sind immer so ein bisschen interessant, weil die dauern immer ein bisschen länger. Ansonsten kann man die eigentlich ganz gut durchziehen, weil ihr habt es ja gesehen, jetzt innerhalb von diesen 2-3 Minuten, 2 Minuten ungefähr, was das war, einfach von Level 1 auf Level 51. Und hier ist schon Titan. Und wie siehst du denn gleich aus? Zeig mal her. Ein bisschen schlammig, okay. So sieht er erstmal auf Titan aus. Wird aber natürlich gleich sich noch ein bisschen verändern. Wir müssen erstmal noch ein bisschen höher ziehen. Ihr seht auch vom Pullenden Tod ist auch die, nicht Pullenden Tod, vom Grünen Tod ist auch der Boost an, weswegen das nochmal weniger kostet. Was für später vor allem gut ist fürs Eisen. Und ich weiß nicht, wir können ja auch mal reingucken, wie viel der Kollege eigentlich, also das Sammeln technisch mittelmäßig beschwacht. Training ist okay, sagen wir mal. Also Training ist hellgrüner Bereich, das ist in Ordnung. Bei dem hier müsst ihr dann nochmal 30% drauf rechnen, weil ich habe mit dem Brüllenden Toten einen 30% Boost, weil ich die Statue von dem noch habe. Beim Füttern könnt ihr es aber genauso nehmen, da wisst ihr genau, wann der wie viel zu fressen braucht. Könnt ihr einfach drauf gucken, da seht ihr ja genau, wie viel er zum Fressen braucht halt. Ansonsten, wie schon gesagt, fürs Training, was jetzt Holz kostet und so, müsst ihr nochmal ungefähr die Hälfte, sage ich mal, drauf rechnen, damit das grob passt, ich glaube. Weil ich habe jetzt 30% billiger, das heißt ungefähr die Hälfte müsstet ihr draufrechnen auf den jetzigen Preis, damit es wieder so wäre wie vorher, wie eigentlich. Aber das Füttern ist normal. Genau, ihr seht schon, hier ist er ein bisschen teurer. Wir haben jetzt auch schon wieder keinen Fisch mehr, das können wir erst nochmal aufkaufen. Weil jetzt lohnt sich das noch nicht. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Titanstufe, Level 90. Drehen wir hier mal dran und brauchen wir wahrscheinlich auch wieder mehr Versuche. Müssen wir mal schauen. Das Ding ist, das ist noch das einfachere Training, sage ich mal. Richtig interessant wird es dann eher bei 135, weil dort dauert es dann auch noch mal ein bisschen. Und alles über 135 wird dann sowieso sehr interessant und spätestens ab 150, weil dort kostet wirklich immer nur Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und selbst 50.000 Eisen sind bei den Leveln dann relativ schnell weg, weil teilweise kostet ein Training dann so 20.000 Eisen und so. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel Eisen jetzt insgesamt im Postfach liegt, weil ganz weit unten liegt auch noch was, aber habe ich keine Ahnung wo. Deswegen werden wir einfach mal sehen, wie viel wir da rausziehen können und ob das reicht oder nicht reicht. Wir sind jetzt schon bei Level 100 gleich. Ich würde auch sagen, einmal lohnt sich vielleicht nochmal das nochmal voll zu kaufen. Ansonsten würde ich es dann nicht wieder voll kaufen.
Und da sind wir auch schon über Level 100. Ihr seht schon, hier kriegt er an der Stelle nochmal 1,2 Millionen. Also hier kriegen die ja immer nochmal 50% drauf. Das heißt, wir können jetzt ausrechnen, normalerweise ohne die Boosts würde er jetzt 2,4 Millionen Fisch sammeln. Und in dem Moment würde er jetzt halt 3,6 Millionen Fisch sammeln. Und jetzt geht es halt wieder höher. Ihr seht schon aber, da bringen die Boosts richtig viel. Weil einmal der von hier... egal, ich laber nicht schnell rum, ich gehe einfach mal kurz zeigen. Wir haben nämlich einmal den Boost hier an. Der bringt uns 30%, weil wir hier noch die Statue haben. Und dann haben wir nochmal den Boost hier hinten an. Der bringt uns nochmal 20%. Und damit sind wir insgesamt bei 50% Fischboost, wenn er sich stackt. Das bin ich mir nicht 100% sicher. Das müsste man sich mal wirklich genau anschauen und genau ausrechnen. Aber da hat das auf jeden Fall nochmal einen stärkeren Boost. So sieht Silberphantom bis jetzt aus. Ist ganz cool. Finde es so ein bisschen schade, dass die Krallen hier... Ach, der hat gar keine Krallen davon. Na gut, dann stecken die ohne den Boden. Ich dachte nur gerade, dass die im Boden stecken. Der Schatten sieht auch sehr geil aus. Schauen wir uns nochmal ein bisschen von weiter draußen an, wenn er jetzt dahin fliegt. Er dreht so seine Runde... Aber er hat eine hohe oder eine große Animation, sagen wir es mal so. Sitzt dann hier, genau. Kann man einmal anklicken. Und da fliegt der Kollege. Er sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Also das Design, finde ich, haben sie schon mal gut gemacht. Ist ja, ich glaube, aus School of Dragons. Da haben wir vielleicht hiermit mit dem Video dann auch nochmal die letzte Ehre für School of Dragons erwiesen. Weil School of Dragons wird ja leider, soweit meines Wissens ist und solange sich jetzt nichts geändert hat, wird School of Dragons ja leider nicht mehr geben. Ab dem hier am 1.7. Was ein bisschen schade ist, aber ist halt so. Kann man leider nicht mehr ändern. Ihr seht, es kostet viele Runen, aber ihr seht auch an den Runen da oben, dass sich eigentlich nichts groß an der Tat, an den Zahlen ändert. Das Einzige, was sich jetzt zurzeit gerade ändert, ist das Eisen. Und da seht ihr schon, ja, die letzten 30 Level haben dann schon so fast 20.000 Eisen gefressen. Also es ist schon ein bisschen teurer dann. Das wird nämlich dann wirklich gleich nochmal richtig teuer. Fisch gibt es jetzt auch nochmal ordentlich drauf. Der wird aber schlagartig wieder verfüttert, also er ist dann gleich wieder komplett weg. Und jetzt können wir uns gleich mal, wenn er jetzt der Titan ist wieder, also wenn er auf der nächsten Titanstufe ist, Level 135, können wir uns mal die Insel angucken, weil die Insel von ihm müsste sich natürlich auch wieder ein bisschen verändern. Und dann müssen wir uns das gleich erstmal anschauen. Das ist genau, wunderbar. Drehen wir wieder am Glücksrad und... Ja, noch nicht ganz. Knappes Ding. Wäre fast geworden. Sind jetzt gleich bei 50-50 hier. Was schon mal nicht schlecht ist. Und er wird kein Titan. Okay. Dann gehst du wieder rein. So, hier. Achso, ja, Eisen haben wir auch nochmal 50%, weil da haben wir einmal den aus die neuen Welten. Hier Erdspalter oder wie der heißt, keine Ahnung. Den haben wir einmal geboostet und dann nochmal mit Dragos Wuschelbeast. Genau, und hier seht ihr schon die Insel hier jetzt. Wir lassen ihn mal setzen kurz. Ihr seht aber schon hier überall auf der Insel erstmal dieses Eisskulpturmäßig, dann hier das, der Eisenrand. Daran erkennt man dann schon, dass die auf jeden Fall Titanstufe sind und auch die höhere. Also wenn sehr viel Eisen ist, ist die höhere Titanstufe. Und ja, er ist relativ groß, würde ich sagen. Er dreht hier seine Runde und er sammelt jetzt auch schon ganze 10 Millionen so grob auf beiden. Machen wir mal weiter. Er müsste ja bei uns am Ende bei ungefähr 15 Millionen rauskommen, weil wir haben ja die ganzen Boosts an und so und mit den ganzen Boosts drum und dran müsste er halt ungefähr dort ankommen. Ihr habt gerade schon gesehen, das hat viel Eisen gekostet, 7.800, genau, das ist dann jetzt schon ein bisschen höher. Dann müssen wir gleich vielleicht nochmal kurz Eisen sammeln von den ganzen Drachen, die wir da vorne chillen. Genau, weil jetzt heißt es schon nicht mehr. Gut, ich sammle kurz das Eisen ein. So, da hatte ich erst nochmal das Eisen eingesammelt von den ganzen Sammlerdrachen vorne. Das werde ich dann gleich nochmal machen und danach würde ich dann ans Postfach rangehen. Und ihr seht schon, jetzt braucht es auf jeden Fall sehr viel Eisen. Jetzt kostet auch jedes Training Eisen. Also es ist jetzt richtig, richtig hardcore. Das wird jetzt immer schwieriger. Gut, sammeln wir, sonst muss ich gleich nochmal so einen Cut machen kurz. Sammeln wir gleich von hier ein, können wir gleich weitermachen. Let's go. Und da ist er auch schon Level 160. Let's go. Dann einmal geht noch, genau, dann müssen wir erstmal wieder das Eisen einsammeln und zwar von hier nochmal. Und dann, da ist es auch das Eisen schon aus dem Postfach leer. Ja, so ist das dann manchmal. So, und einer geht noch. Ey, vielleicht kriegen wir doch gerade so genau bis auf das Level, das könnte sogar sein, wenn ich das hier gerade so sehe. Jetzt sind es nur zwei Trainings, schauen wir mal, wie viel Eisen ich jetzt nochmal rauskriege aus den ganzen Drachen. Also wir schaffen es auf jeden Fall. Insgesamt brauchen wir über 200.000 Eisen, wie wir jetzt schon mitbekommen haben. Aber der Kollege ist auf dem Maxed Level. Sammelt uns unsere 15 Millionen, von denen wir vorhin schon geredet haben.
Und jetzt er sammelt besser Fisch, okay. Eisen würdest du auch sammeln, genau. Kannst auch mal kurz eigentlich los, aber. Lol, als ob der so langsam unterwegs ist. Na gut, okay, kommst du wieder zurück. Dann Eisen kannst du. Okay, wie sieht's denn beim Fisch aus? Geh mal, schicken wir dich mal zum Fisch. Wo bist du? Erstmal kommst du mal zurück. Da. Jetzt, geh mal zum Fisch. Ja, irgendwie bewegt er seine Flügel ganz schön langsam. Würde ich sagen. Okay, aber er fliegt schon mal ganz schön. Also es ist ein geiler Drache, sieht auf jeden Fall geil aus. Ich finde auch, das Flügeldesign ist geil. Gut, das Titan-Design mit diesen Dreckflecken finde ich jetzt nie ganz so überragend, aber das ist ja in Ordnung. Das ist ja nie so schlimm, ne? Aber der fliegt hier schon mal schön seine Runden. Und dann schauen wir uns mal an, wie er jetzt hier untertaucht. Da ist der dicke Büffi, genau. Und tauchst du unter oder nicht? Doch, der taucht sogar richtig schön ein. Der macht einen schönen Rückwärtssalto, taucht ein und das zweimal. Und dann fliegt er auch wieder zurück, oder? Oder machst du es dreimal? Ne, er macht es zweimal, genau. Zweimal macht er das. Das ist natürlich ganz geil. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein schöner Drache. Ist den Leuten hier gut gelungen. Jetzt ist er irgendwie weg. Hä? Hä? Interessante Sache. Es war kein Cut im ganzen Ding gerade, aber egal. Ja, ist 175. Hätte ich natürlich nie gedacht, dass wir es genauso schaffen. Aber gut, mit dem Eisen im Postfach ist es dann doch möglich. Weil ihr seht schon hier, die sammeln ja gerade so 2600. Man kann die auf 4000 hochziehen. 4400 sammeln die mit allen Boosts. Das sind 30 Drachen. Da sind wir bei 120.000 Eisen. Gut. Man würde es schon hinkriegen, wenn man mit einem vollen Lager kommt, dann das macht, dass die immer alle sammeln und dann mit dem hier nochmal, würde es klappen. Aber es würde auch klappen, weil die sammeln in 2,5 Minuten ungefähr, oder? Wie lange fliegt der? Ja, 2,5 Minuten. Sammeln die halt 1700 Eisen mit dem Boost. Und da geht das auf jeden Fall mit denen auch. Da kann man das mit denen auch schaffen, wenn ich mir davon mal 30 ranhole. Dafür stehen ja auch die da, die will ich ja alle noch hochskillen, damit die dann auch das machen können. Aber sehr, sehr schöner Drache. Er sieht wunderschön aus. Kann man nichts gegen sagen, glaube ich. Der sieht einfach beautiful aus. Da hat man doch echt nichts dagegen. Wir können ja nochmal kurz hier. Du gehst mal kurz in die. Warte, krieg mal hier gleich zwei direkt nebeneinander. Wenn wir den hier hinstellen. Und du gehst in Hangar. Wobei, die kann ich freilassen. Die kann ich mir später wieder rankaufen. Ja, das passt so. Warte. Dann. Achso, wer war. War einen von euch hatte ich ja jetzt in Hangar gestellt. Nee, das wollte ich nicht. Einen von euch hat ja jetzt in Hangar gesteckt, ne? Welcher ist denn das? Der hier. Du kannst auch freigelassen werden. So, da haben wir jetzt hier oben noch die drei. Dann gehen wir uns mal kurz nochmal ein Silberphantom suchen. Ach, jetzt sind die alle Level 3. Ja, ist egal, kann ich trotzdem nehmen. So. Ist zwar jetzt nicht das Baby, aber ist auch ein Silberphantom. Seht ihr, Leute, und so sieht das jetzt aus. Sieht das nicht gut aus? Jetzt zersetzen die sich und da haben wir einmal klein, haben wir einmal groß. Ist doch wunderschön. Ich würde auch sagen, das war es an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen. Wenn ihr von diesem Format mehr wollt, müsst ihr es gerne reinschreiben. Könnt auch gerne mal einen Wunschdrachen reinschreiben, die ihr dann haben wolltet, die ich hochziehe. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und ciao, ciao, Leute.